Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Gesundheitsimpulse. Nur die Besten für deine Gesundheit. Wir möchten dir mit unserem Podcast die besten Coaches, Mediziner, Therapeuten und Experten zu allen möglichen Themen rund um die Gesundheit vorstellen, damit du von ihren besten Tipps, Tricks und Impulsen inspiriert wirst. Für deine Fitness, dein Wohlbefinden und deine Gesundheit. Mein Name ist Martin Öchler. Schön, dass du dabei bist. Heute begrüße ich einen besonderen Gast. Er ist Bestsellerautor, sein Buch Der Ernährungskompass findet sich seit vielen Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste weit oben. Er ist Wissenschaftsjournalist, hat bei und für renommierte Zeitschriften wie Geo oder Nature und Zeitungen wie der Tagesspiegel gearbeitet und heute ist er, wie gesagt, freier und höchst erfolgreicher Autor. Die Rede ist von Bas Kast. Herzlich willkommen. Ja, hallo Martin. Ja, schön, dass es geklappt hat, dass wir diesen Podcast miteinander aufnehmen können. Ja. Was, ich habe ja gesagt, dein neuestes Buch, Der Ernährungskompass, ist seit Wochen auf den Bestsellerlisten. Wie erklärst du dir selbst den Erfolg dieses Buches? Ja, es ist immer ein bisschen schwer, sozusagen als Autor selber, wo man so nah dran ist, sich das selbst zu erklären. Ich glaube, tatsächlich andere Menschen können das mindestens genauso gut. Aber ich denke, es sind ein paar Sachen. Erstens denke ich, oder vielleicht der Hauptgrund ist, dass Menschen in einer ähnlichen Lage sind wie ich tatsächlich, als ich anfing zu recherchieren. Und zwar, sie sind verwirrt, teils sind sie auch genervt von den ganzen Ernährungsbotschaften. Und wollen gerne so eine Art, so wie ich es wollte, als ich am Anfang stand, so eine Art möglichst objektiven Überblick ohne so einen ideologischen Einschlag. Ich habe ja auch nicht die Kast-Diät oder so entworfen, sondern ich habe einfach diese Hintergrundinformationen gesammelt. Was weiß die Forschung darüber? Manchmal ist es oder oft ist es ja auch widersprüchlich. Ich versuche das, versuche über all diese Sachen so ein bisschen zu schreiben von einer gewissen Vogelperspektive. Also so eine Art Wegweiser zu geben durch den Dschungel der Information. Jetzt hast du mir die zweite Frage, die ich dir stellen wollte, schon fast vorweggenommen. Glaubst du auch, dass die Menschen von diesen unzähligen Ratgebern und Empfehlungen und Büchern auch so ein Stück weit verwirrt sind? Nein, nicht nur verwirrt, sondern regelrecht, ich merke das ja auch öfters in Kommentaren, oh, nicht noch ein Ernährungsbuch. Nicht nur verwirrt, sondern regelrecht genervt und angeödet. Und also jetzt auf einmal ist ja wieder dann Weizen wird verteufelt. Oder hier neulich war übrigens jetzt gerade im Moment, ist ein interessantes Beispiel, früher galt ja Kokosöl, ja, ist zwar pflanzlich, ganz aktuell, ne? Genau, ganz aktuell. Kokosöl ist natürlich pflanzlich, aber enthält trotzdem weitgehend gesättigte Fettsäuren und galt also klassischerweise, insbesondere unter Kardiologen, klassischerweise als Herzgift. Und dann wurde es plötzlich oder mehr oder weniger plötzlich, insbesondere auch von so einer Paleo-Gemeinde, also so eine Steinzeit-Kost-Fangruppe, wurde es hochgejatzt als Superfood. Okay, also jetzt war es ein Superfood, jetzt gibt es ja wieder irgendwie ein virales Video von einer Professorin, die es wiederum als Gift klassifiziert. Und das inzwischen hat sie inzwischen wieder zurückgezogen. Also so giftig ist es auch wieder. Und das ist einfach, ich meine, das ist einfach nervig. Gut, aber die andere Seite ist auch, die ich ja auch in meinem Alltag oft erlebe, die Menschen erwarten ja oft auch einfache Antworten auf komplizierte Fragen. Ja? Und ganz so einfach ist es mit der Ernährung, dass man sagt, iss, was du willst und dein Körper wird schon richten. Ganz so einfach ist es ja auch wieder nicht. Ne? Nein, offensichtlich nicht, sonst wäre ich ja selbst auch nicht krank geworden. Er hätte diese Herzbeschwerden bekommen, die für mich ja auch der erste Anstoß waren, in diese Richtung zu recherchieren. Und sonst gäbe es das Buch auch nicht. Also nein, es gibt, denke ich, auch Grundprinzipien und ich denke, es gibt auch Auswege aus diesem Chaos. Ich versuche ja auch große Metastudien zu bringen, die im Grunde so eine Zusammenfassung geben von all dem, was man herausgefunden hat, von der Nachkriegszeit bis heute. Mhm. Und da sieht man die Widersprüche. Ne? Man sieht zum Beispiel dann, dass ein paar Prozent aller Studien Fisch als schädlich einstufen für gewisse chronische Erkrankungen.
fördernd, also die bestimmte chronische Erkrankung fördern. Aber irgendwie, ich glaube, 98% aller Studien kommen zu einem positiven Fazit, was zum Beispiel jetzt nur mal als Beispiel Fisch betrifft. Und so siehst du, wenn du alles zusammenfasst, schon gewisse Stoßrichtungen, die ziemlich klar sind. Ich habe ja gesagt, dein Buch ist also schon viel, viel tausendfach verkauft worden und viele kennen es, aber viele unserer Zuhörer kennen es vielleicht auch noch nicht. Also ich habe es gelesen und du erklärst ja auch so ein bisschen die Methodik. Aber wenn du das für unsere Zuhörer nochmal wiederholst, was war dein Vorgehen? Was ist an deinem Buch anders als an anderen klassischen, nennen wir es mal, Ernährungsratgebern? Ja, also ich bin ja vom Hintergrund her Wissenschaftsjournalist. Ich habe ja lange, hast du es kurz erwähnt, beim Tagesspiegel gearbeitet, war da Wissenschaftsredakteur. Und ich bin im Grunde auch jetzt so vorgegangen, wie ich immer vorgehe, bei einem Artikel oder bei einem Buch natürlich sehr viel ausführlicher. Ich gucke mir einfach die Originalliteratur. Primär geht es um das ziemlich langweilige Studium dessen, was man Paper nennt, wissenschaftliche Paper. Das sind wissenschaftliche Originalstudien. Die sind meist etwas langweilig und trocken verfasst, oft sogar etwas sperrig geschrieben. Und die schaue ich mir an, weil die mir die ursprüngliche Information geben. Und das habe ich einfach über Jahre hinweg getan und mir diese Originalinformation angesehen und gesammelt. Und was ich besonders eindrucksvoll finde, ist, wenn du dir dann aus verschiedenen Disziplinen Sachen anguckst, also zum Beispiel eine epidemiologische Studie, Riesenstudie der Harvard-Universität, ergibt das auffallenderweise Leute, die in meinem Alter viel Joghurt essen, nicht so sehr an Gewicht zunehmen. Ist einfach etwas, was man sieht. Das könnte an allerlei Faktoren liegen. Das ist eine Studienrichtung, die man als Epidemiologie bezeichnet. Ein rein assoziatives Ergebnis. So. Und jetzt geht zum Beispiel eine Forschergruppe am MIT, gleich nebenan in Boston, her und gibt Mäusen eine Fastfood-Diät und ein Teil der Mäuse bekommt zusätzlich zu dieser Fastfood-Diät Joghurt. Und es zeigt sich, diese Mäuse bleiben im Gegensatz zu den Mäusen, die keinen Joghurt bekommen, bleiben schlank. Und jetzt geht man dem weiter nach. Was ist der entscheidende Faktor? Und sie geben diesen Mäusen Milchsäurebakterien, die sich im Joghurt befinden und die bleiben schlank. So. Und wenn also aus verschiedenen Richtungen, aus unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen sich so ein ziemlich konsistentes Ergebnis ergibt, dann werde ich langsam überzeugt und sage, okay, das ist jetzt ziemlich interessant. Also was hat das mit dem Joghurt auf sich? ja. Aber also wie kann man das machen? Ich habe ja nun auch jahrelang wissenschaftlich gearbeitet, aber wie kann man tausende von Studien, wenn es um Ernährung geht, gibt es ja auch viele Disziplinen, die da ihren Input liefern. Wie kann man das machen? Wie bist du da vorgegangen? Hast du das schon gemacht mit zu dem Zweck, später ein solches Buch zu schreiben? Also ich bin natürlich als Autor, wenn du schon 4-5 Bücher gemacht hast in dieser Art, weil ich mache ja immer, dass ich so eine Art von Zusammenfassung, ich gehe immer zu dieser Originalliteratur, dann hast du natürlich nach 20 Jahren Beschäftigung in dieser Art, hast du eine gewisse Grundtechnik und weißt, wie du prinzipiell vorgehen musst. Auch wenn du Autor bist, sobald ich in meinem Privatleben anfange, etwas zu recherchieren, zum Beispiel ich habe 2 Kinder und ich recherchiere öfters auch mal so eine Sache zum Thema Erziehung oder zum Thema Lernen. Im Hinterkopf habe ich immer den Gedanken, ziemlich schnell, könnte das irgendwann mal ein Buch werden. Weil es dein Beruf ist. Ne? Ja, weil es mein Beruf ist. Ich bin natürlich nicht naiv, sozusagen diese Profi-Ebene läuft auf einer gewissen Schiene immer sozusagen mit, immer einem Privatleben. Und es muss ein Thema sein, natürlich auch, das mich im Innersten bewegt. Und in diesem Fall habe ich natürlich, ich habe mich sehr schlecht ernährt, ich bekam Herzbeschwerden beim Joggen insbesondere und habe dann meine Ernährung so ein bisschen provisorisch umgestellt, fing dann an zu recherchieren, weil ich merkte, es geht mir einfach besser. Wusstest du denn zu diesem Zeitpunkt, dass das Herzbeschwerden waren? Also, dass diese Beschwerden vom Herzen kamen? Ja, also das war offensichtlich, weil ich habe einen massiven Stich in der Brust. Also das fing mit so einem Herzstolpern an,
beim Anjoggen, wo meine Frau sagte dann schon, was, du joggst viel zu schnell los, du musst ein bisschen Warming-up machen. Das habe ich gemacht, das hat nicht viel gebracht. Dieses Herz, ich dachte, ich meine, ich war 40 oder so geboren, und ich dachte, das gehört jetzt einfach dazu. Das ist jetzt irgendwie, das ist irgendwie so eine Macke, die gehört dazu, wie ein Wehwehchen an der Schulter oder so, irgendein Zipperlein. Das war auch nicht besonders schlimm. Und dann irgendwann wurde das eben schlimmer mit so einem, wie ich es auch im Buch beschreibe, mit so einem massiven Stich in der Brust, der wirklich bedrohlich war, wo du wirklich stehen bleibst, wo du stehen geblieben wirst. Das ist keine vernünftige Idee, sozusagen, du stellst dich nicht hin und sagst, du solltest jetzt mal eine Pause einlegen, sondern du bleibst stehen. Okay. Und das war, ich hatte in dem Moment überhaupt nicht meine Ernährung im Verdacht. Ich dachte, es ist irgendwas, mein Vater hat einen Stent oder ich glaube sogar zwei. Und es ist sicherlich was Familiäres und ich dachte, okay, das ist einfach doof, du musst irgendwann zum Kardiologen gehen. Und dann war es eben, wie der Zufall so wollte, war meine Schwester war auf Diät gegangen. Die hatte auch ein bisschen zugelegt nach zwei Schwangerschaften und dann sind wir eines Tages mal zusammen joggen gegangen. Meine Schwester, die läuft hier da vorne regelrecht. Ja. Obwohl ich eigentlich mich für den großen Jogger hielt und eigentlich auch mir gejoggt bin. Und ich dachte einfach, probier das einfach mal aus. Gar nicht wirklich an mein Herz denken in erster Linie. Und da habe ich gemerkt, als ich so meine Diät umgestellt habe, wow. Ich spürte, die waren nicht verschwunden, diese Herzbeschwerden, aber ich spürte, das geht in die richtige Richtung, das wird besser. Wie schnell hat sich das denn gewandelt? Unheimlich, also diese erste Symptomatik, verblüffend schnell. Und zwar innerhalb von Wochen, wo ich wirklich merkte, die waren immer noch, wie gesagt, also ich beschreibe das auch im Buch, dass immer, ich glaube, letztendlich, dass die Beschwerden vollkommen verschwunden waren, hat sicher ein Jahr gedauert. Warst du denn damals mit diesen Beschwerden beim Arzt? Nee, ich bin nie zu meiner Mutter arbeitet notabene beim Kardiologen. Oh. Es wäre für mich ein leichtes gewesen, mal so ein Langzeit-EKG zu machen oder Belastungs-EKG. Ja. Ich habe das nie gemacht. Wahrscheinlich habe ich eine gewisse Ärztephobie, die empfehle ich auch nicht. Ich sag immer, geht bitte zum Arzt. Ich meine, ich bin sehr dafür auch, Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen und Verantwortung für den eigenen Körper auch zu nehmen, übernehmen und nicht das nicht rein auszulagern. Aber ich würde dieses Verhalten, wie ich es damals an den Tag gelegt habe, das würde ich auch nicht, sicher nicht allgemein empfehlen. Das heißt, du hast keine Ernährungsempfehlungen von anderen bekommen? Nein. Ich habe, wie gesagt, damals hat meine Schwester umgestellt und daran habe ich mich ein bisschen orientiert. Das war im Grunde sehr einfach, dass ich mein Junkfood weggelassen habe, weil ich habe ja wirklich Fertigpizza, Chips zum Abendessen, Schokolade zum Frühstück. Ich habe mich wirklich schlecht ernährt. Nicht immer so, aber das war durchaus auch der Fall. Und ich habe dann das Junkfood weggelassen, Zucker weggelassen. Ich habe viele Salate gegessen, viel Obst, Gemüse. So fing das an und ich merkte einfach, ich habe Gewicht verloren, ich hatte auch so ein, ich war nie richtig fett, aber ich hatte so einen hartnäckigen Speckring in der Bauchregion und das ging weg und da kam ich so ein bisschen rein. Ich dachte, wow, das ist schon enorm und das wusste ich nicht. Und dann war ich natürlich in dieser Situation, okay, was ist denn jetzt wirklich gesund? Und wenn du erstmal anfängst zu recherchieren, bist du ja eigentlich irgendwann mal verwirrter als zuvor. Und so bin ich da hineingeraten. Wenn jetzt jemand abnehmen will, weil du gerade von diesen Speckringen sprachst, die kann man ja gerade in der Sommerzeit, wenn die Leute also leicht bekleidet auf der Straße sind, durchaus zuhauf beobachten. Da gibt's ja auch genügend, die sagen, ja, du musst dich einfach nur mehr bewegen und ein bisschen weniger essen, also deinen Kalorienüberschuss sozusagen in den Griff bekommen, weniger essen oder mehr bewegen, oder beides. Was hältst du davon? Kommt's auf die Art des Essens an oder ist es wirklich nur die Menge? Ja, ich denke, das ist ein großes Problem, denke ich. Es wird ja auch gerade von, vielleicht kannst du auch deine Sicht da mal schildern, denn ich erfahre das so, dass gerade auch von vielen Ärzten
mir zumindest auch schon gesagt haben, du musst einfach, also dieses frisst die Hälfte. Mhm. Du musst einfach, und dieses ist ein physikalisches Prinzip und leuchtet daher ja auch ein, es ist wissenschaftlich, oder klingt zumindest wissenschaftlich, letztlich ist es das auch, du musst einfach weniger Kalorien zu dir führen, als du ausgibst. Du musst mehr Kalorien ausgeben, weniger zu dir nehmen. Ne? Man nennt das ja Energiebilanz. Genau. Und das ist so ein bisschen, ich meine, warum wird man, das wird ja auch gesagt, warum wird man fett? Nun, weil man mehr Kalorien zu sich genommen hat, als ausgegeben hat. Ne? Und schon auf einer sehr oberflächlichen Ebene, wenn man das analysiert, wenn man fragt, warum ist Bill Gates so reich? Nun, weil er mehr Geld eingenommen als ausgegeben hat. Mhm. Bei diesem Beispiel würden wir sofort sagen, ja, das stimmt zwar, aber geht nicht zum Kern der Problematik, ne, oder Kern der interessanten Frage, nämlich wie hat der Mann das bewerkstelligt? Wie kommt es, dass manche Menschen oder so viele Menschen, immer mehr Menschen, mehr Kalorien zu sich nehmen, als sie ausgeben? Und ich glaube, das ist eine extrem wichtige Frage. Man kann natürlich immer wieder sagen, du solltest weniger essen, du solltest dich mehr bewegen. Das hören wir seit Jahrzehnten. Das scheint nicht wirklich zu funktionieren. Und ein Problem ist natürlich, dass Leute, wenn sie das tun, Hunger haben. Also jeder weiß das, wenn ich dir sagen würde, pass mal auf, Martin, heute Abend will ich dir was Tolles aus meinem neuen Rezeptebuch, das übrigens kommen wird, will ich dir mein mein Lieblingsrezept kochen. Also bring einen ordentlichen Appetit mit. Was machst du denn jetzt? Nun, du wirst weniger essen tagsüber. Vielleicht kommst du zu Fuß zu mir und wirst dich mehr bewegen. Das heißt, genau diesen Rat, den wir geben, um Leute, damit Leute abnehmen, ist sozusagen der Rat, um Hunger zu stimulieren. Und das ist natürlich klar, dass so eine starke biologische Kraft wie der Hunger sich höchstens kurzfristig überlisten lässt. Und ich denke, wenn das kurzfristig funktioniert, prima, natürlich. Wenn du damit kurzfristig ein bisschen Speck abbauen kannst, ist das prima. Aber ich denke nicht, dass es für die allermeisten Menschen eine langfristige Lösung ist. Eine langfristige Perspektive ist nur eine echte, vernünftige Ernährungsumstellung. Und dabei hilft es dann wirklich, zu Lebensmitteln zurückzukehren, die auch wirklich satt machen. Und da gibt es bestimmte Kriterien. Also zum Beispiel wissen wir, dass eiweißreiche Lebensmittel besonders satt machen und dass Ballaststoffe besonders satt machen. Und das sind interessanterweise zwei Stoffe, sowohl Eiweiß als auch Ballaststoffe, die im Grunde systematisch aus den Fertigprodukten der Industrie rausgenommen werden und entfernt werden. Also Ernährung hat ja mehrere Aspekte. Ne? Ernährungsthemen werden eben oft mit der Gewichtsreduktion oder zumindest der Gewichtskontrolle, also mit dem Abnehmen in Verbindung gebracht. Aber Ernährung ist ja nicht nur, dass wir genügend Energie zu uns nehmen, um leben zu können, sondern es ist auch, Nahrung besteht nicht nur aus Kalorien, also aus Energie, sondern sie enthält natürlich viele Inhaltsstoffe, die unser Stoffwechsel, unsere Körpervorgänge dringend benötigen, um reibungslos zu funktionieren. Es kommt also nicht nur darauf an, wie viel man isst, sondern eben auch, welche Nährstoffe man damit zuführt, was unser Körper braucht und die Art und Weise, wie wir uns bewegen, wie viel wir uns bewegen, welche Konsistenz wir haben, auch genetische Faktoren und vieles mehr spielen hier eine Rolle, welche Nährstoffe in welcher Zusammensetzung und welcher Menge wir auch wirklich benötigen. Also die Kalorienbilanz, das Abnehmen ist die eine Seite, aber die Qualität, hochwertige, nährstoffreiche Lebensmittel zu führen, ist das zweite. Und industrielle Nahrungsmittel, die schießen da eben in beiden Aspekten oft über das Ziel hinaus. Ne? Sie haben viele Kalorien, aber wenig Nährstoffe. Genau, und das hinterlässt sozusagen den Körper nährstoffhungrig. Ne? Man kann sich das vorstellen wie verschiedene Hunger, dass er sagt, hey, mir fehlt hier noch Vitamin B oder mir fehlt hier irgendwie noch diese Substanz, die ich zum Bauen von bestimmten Strukturen in meinem Körper brauche.
so ganz grob kann man sich das vorstellen. Also ich habe jetzt zwar diesen ganzen Zucker, diese ganze Energie oder was auch immer, aber das fehlt mir noch. Und so hat man einen gewissen Nährstoffhunger. Und diese Kaloriensicht, und das kommt jetzt mehr und mehr so auch in der Forschung an. In Kalorien hat man ja gemessen, indem man buchstäblich auch so Essensproben verbrennt. Genau. Man merkt aber, der Körper ist weit mehr als eine reine Verbrennungsmaschine, sondern, wie du geschildert hast, nutzt diese Nährstoffe. Übrigens, mit dem Bewegen fällt mir noch ein interessantes Detail ein, was man nie hört. Ich habe das auch nicht ins Buch reingebracht, weil das zu weit führt, aber ich habe im Rahmen dieser Recherche, ich habe ja auch zwei Kinder, einen Sohn von 5 und so weiter, und dann interessiert mich das natürlich alles. Ich habe Langzeitstudien gelesen, da gibt es mehrere, es ist fast schon so etwas wie ein Konsens. Bei Langzeitstudien bei Kindern sieht man, dass sie nicht anfangen, sich weniger zu bewegen und dann werden sie dick. Wenn man sich diese Langzeitstudien anguckt, ist es oft so, dass sie erst dick werden, zum Beispiel aufgrund von Junkfood, und dann werden sie träge. Irgendetwas verändert in ihrem Körper die Biochemie so, dass sie dick werden und dann danach träge werden, keine Lust mehr haben, sich zu bewegen. Und man weiß nicht genau, was das ist, aber die Kausalität scheint umgekehrt zu sein. Das heißt, wenn du so einem Kind, kannst du natürlich immer sagen, oder diese Haltung haben, du musst weniger essen und dich mehr bewegen. Tatsächlich ist das Junkfood aber so, dass die sich gar nicht bewegen wollen. Und man weiß nicht genau, woran das liegt, aber da kannst du natürlich 100-mal sagen, aber du argumentierst dann und redest gegen irgendeine physiologische Veränderung und Kraft an. Und das ist ziemlich aussichtslos. Also die Beobachtung von Kindern und deren natürlicher Entwicklung ist immer interessant, wenn es um solche Fragen geht. Jetzt nicht nur Ernährung, gibt ja auch andere Experten, die sich eher also über die Bewegungsschiene Gedanken machen. Kinder bewegen sich in der Regel intuitiv von Natur aus viel und gerne und vielfältig, wenn man sie lässt, wenn es nicht andere Zwänge gibt, die das wieder einengen und diesen natürlichen Drang unterbinden. Und ernähren sich dann auch danach, wenn das Angebot da ist. Ne? Was ich in dieser ganzen Diskussion auch immer interessant finde, wenn du das liest, ne, dann heißt ja immer, beweg dich mehr und das Problem ist Fernsehen. Ja? Je mehr sie fernsehen, umso dicker werden sie. Oder das geht ja auch für Erwachsene. Ne? Das wird immer in Zusammenhang gebracht. Das mag so sein, ne? Aber wenn ich ein Buch lese, bewege ich mich auch nicht. Ja. Aber Buchlesen wird nie in Zusammenhang gebracht mit Fettwerden. Ist doch ulkig, oder? Irgendwas stimmt da nicht. Ja. Da sieht man, dass auch natürlich Vorurteile in solche Studien, in solche Urteile mit einfließen. Wenn ich ein insbesondere anspruchsvolles Buch lese, dann ist das nicht krebsfördernd. Solche Studien sieht man ja auch. Hingegen, wenn ich 3 Stunden ferngucke, ist das letztlich durch den Bewegungsmangel auch krebsfördernd oder so. Ja. Und nicht, dass ich jetzt für Fernsehen wäre, ne? Nur dass man auch mal ein bisschen skeptisch. Dass es oft vorurteilsbeladen ist da durchaus seinen kritischen Blick mal drauf werfen soll. Wie war das bei dir in Kindheit und Jugend? Bist du da auch schon für Gesundheitsthemen oder hast du dich da auch schon für Gesundheitsthemen interessiert? So in meiner Jugend denke ich nicht so. Ich meine, ich habe immer gerne Sport gemacht. Ich habe mich schon auch immer gern bewegt. Ich bin immer gerne gejoggt. Ich habe auch als Kind ziemlich gerne Sport getrieben. War auch in diversen Vereinen, Schwimmvereinen und so weiter. Aber so was meine Ernährung betrifft, ich glaube, ich war immer ein schlechter Esser. Schon als Jugendlicher, dass meine Eltern gesagt haben, also mich immer so angetrieben haben, probier doch das mal. Und die Idee, also meine Eltern haben da durchaus drauf geachtet, aber die haben das nicht wirklich in mich hineinbekommen. Und dies ist leider so ein bisschen geblieben dann und eigentlich noch verschlimmert im Job, also dass ich später dann, als ich selber mir raussuchen konnte, was ich essen wollte und keiner das mehr kontrolliert hat, dass ich mich wirklich über Jahre hinweg wirklich übel ernährt habe. Und solange es einem gut geht dabei, ne, man sich halbwegs leistungsfähig fühlt, denkt man ja, das ist okay so. Ich dachte, ich konnte essen, was ich wollte. Ich meine, ich war bis 30 auch wirklich schlank,
auch ohne Speckring. Also ich war wirklich schlank, auch mit diesem Essen. Mhm. Und ja, und das hat sich, ich denke, du kannst auch schlank sein. Im Englischen, im Angelsächsischen hat man dafür den Begriff Tofi. Thin on the outside und fat on the inside. Tofi. Okay. Und das heißt, du kannst, und man sieht das im Kernspintomographen dann auch wirklich, du kannst also einen dünnen Menschen wie mich, könnte man in den Kernspintomographen, wie meinen früheren Körper, in den Kernspintomographen legen, außen siehst du wenig Fett, abgesehen von dem Schwimmring, aber innen drin siehst du, dass die Organe teils verfettet sind, zum Beispiel die Leber. Oder auch die das innere Bauchfett, das Bauch, das die inneren Organe umschließt, ist zu viel vorhanden. Und das gilt als noch gefährlicher als jetzt das genau. Unterhautfettgewebe, was man so greifen kann, wenn man sich an den Bauch fasst. Ne? Genau, und das heißt sozusagen, du kannst äußerlich ziemlich fit wirken, du kannst sogar deine 10 Kilometer rennen, wie ich es getan habe, und doch können auch deine Arterien verfettet sein oder krank sein oder verengt sein und du merkst, ich bin heilfroh, und viele merken es ja erst, das erste Symptom bei Gefäßverengungen ist ja nicht selten wirklich der massive Herzinfarkt. Mhm. Bisweilen sogar der Tod dann. Und ich bin heilfroh, dass bei mir das erste Symptom so glimpflich war, dass ich auch irgendwann hingehört habe und das nicht. Was hast du denn umgestellt? Du hast ja jetzt nun wirklich hunderte, tausende von Studien gelesen. Welche Konsequenzen hatte das denn für deine Ernährung? Ja, ganz persönlich. Ich habe wirklich fast alles umgestellt, abgesehen von dem morgendlichen Kaffee. Den habe ich beibehalten. Kaffee ist ja gar nicht so ungesund wie früher. Kaffee an sich ist ja schon ein interessantes Beispiel. Kaffee gilt ja vielen noch als Gift, zumindest. Als ich aufwuchs und anfing Kaffee zu trinken, als so 16, 17, 18, weiß ich noch, dass der Vater meines besten Freundes sagte, du weißt schon, dass Kaffee ein Gift ist. Dieses Urteil kommt aus der Forschung. Man hat eben gesehen, dass Kaffeetrinker vermehrt unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden etc. Und dann hat einer mal genauer nachgeguckt und festgestellt, ja, unter den Kaffeetrinkern gibt es mehr Raucher. Ja. Und beim Kaffeetrinken zündet man sich ja auch gerne mal eine an. Und vielleicht ist es unter den Fernsehguckern auch mehr Fastfood-Esser, ne? Genau, das ist das Problem, und deshalb sind ja auch viele irritiert von diesen ganzen Ernährungsstudien, die von diesen rein assoziativen Charakter haben. Und wenn man das eben statistisch rausrechnet, diese Raucher, dann sieht man ironischerweise, dass Kaffee sogar schützend ist. Und das hat sich jetzt in mehreren Studien, sobald man das mal die Augen dafür geöffnet wird, jetzt sieht man es andauernd. Man versucht dann auch herauszufinden, woran das liegt. Ist sehr schwierig beim Kaffee, weil es hunderte von Substanzen enthält. Und das Koffein spielt eine Rolle, aber nicht die einzige Rolle, weil Decaffeinato hat teilweise ähnliche Assoziationen und so weiter. Das ist geblieben. Ja, also ich habe dann also die Umstellung, wie gesagt, also kein Junkfood mehr, wenig Fleisch, wenig rotes Fleisch, keine Wurst mehr, kein Schinken. Kaum Schinken, kein. Warum? Wurst ist doch auch Fleisch. Wurst gilt als Fleisch. Wurst ist natürlich eine stark verarbeitete Form von Fleisch. Wir kommen unheimlich viele Zusatzstoffe rein. Wurst besteht ja in erster Linie auch nicht aus Eiweiß, wie man es von Fleisch eigentlich erwartet, sondern aus Fett. Mhm. Also was die Kalorien betrifft, besteht Wurst zu 60%, 70%, 80% aus Fett. Fett hat ja auch mehr Kalorien, insofern ist es sehr viel, und insofern, ich esse das nicht, weil ich eine Fettphobie habe, sondern weil es sich einfach in den meisten Studien als ziemlich schädlich herausgestellt hat. Es gibt wenig Sachen, die ich gar nicht esse, aber Wurst und Zucker gehört im Grunde da, sind so die somit die wenigen Sachen, die ich überhaupt nicht esse. Mhm.
Gibt es in deiner Meinung nach so etwas wie eine natürliche Ernährung, also so die Ernährung mit gesundem Menschenverstand, ohne dass man jetzt Rezeptbücher, die toll sind, die einem Inspirationen geben können? Aber man möchte ja auch nicht dreimal täglich jetzt von 7 Tage die Woche in ein Rezeptbuch gucken, sondern beim Einkaufen und beim Kochen, beim Zubereiten, gibt es sowas wie eine natürliche Ernährung? Kann man das auf eine einfache Formel bringen? Ja, ich denke schon. Also der US-Autor, es ist ein Journalist und Professor in Kalifornien, Michael Pollan, der auch mehrere Ernährungsbücher geschrieben hat, der hat es, glaube ich, am besten auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, essen Sie Essen, das auch Ihre Urgroßmutter als Nahrung erkannt hätte. Also das ist all dieses naturbelassene Essen, Essen ohne Verpackung tendenziell. Wenn auf einer Verpackung mehr als 5 Zutaten stehen, ist es eigentlich schon verdächtig. Zumal, wenn diese Zutatenliste an ein Chemielexikon erinnert. Also wenn ich in das ist ganz einfach und das ist überhaupt nicht revolutionär. Wenn ich in den Supermarkt gehe, um es noch konkreter zu machen, halte ich mich am längsten in diesen Eingangsbereich auf, nicht? Da, wo das ganze frische Gemüse und Obst liegt. Und diese mittleren Regale, wo ja alles liegt, was konserviert wird, auch aus logistischen Gründen, weil es in der Mitte, da kommt man eben nicht so leicht ran. Die betrete ich eigentlich nur für dunkle Schokolade, für Nüsse und für Hülsenfrüchte wie Linsen, Erbsen, Kichererbsen, die ja auch verpackt sind. Und die sind aber sehr heilsam. Für Haferflocken, die stehen da auch eigentlich. Und das war's so ein bisschen. Dann gehe ich zur Fischtheke und dann gehe ich zur Kasse. Zur Fischtheke auch nicht immer. Aber das ist so ein bisschen das frische Essen, das Essen, was verderben kann im Grunde, ist eigentlich so mit das heilsamste als Faustregel. Also das können wir mal als wirklich Lifehack für die Zuhörer festhalten. Einfache Lebensmittel, ne? Möglichst unverarbeitet. Da kann man eigentlich gar nicht so viel falsch machen. Und je höher der Verarbeitungsgrad ist, umso verdächtiger ist es, dass dort Zusatzstoffe drin sind, die uns gesundheitlich eher nicht gut tun. Genau, Zusatzstoffe auf der einen Seite, ne? Und auf der anderen Seite die Entfernung von heilsamen Stoffen. Das war der erste Teil meines Interviews mit Bas Kast, dem Autor des Bestsellers Der Ernährungskompass, erschienen im Verlag C. Bertelsmann. Unser Gespräch war so umfangreich und hatte so viele verschiedene Themen, dass wir daraus noch eine weitere Folge gemacht haben. Darin sprechen wir darüber, was denn nun tatsächlich als gesunde Ernährung gilt, ob Alkohol gesund sein kann und vieles andere mehr. Freu dich drauf und hör wieder rein, es wäre mir ein Vergnügen. Hat dir diese Folge gefallen? Dann denk dran, uns eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension auf iTunes dazulassen und gerne kannst du die Folge auch mit Freunden und Bekannten teilen. Das Buch von Bas Kast, Der Ernährungskompass, ist übrigens auch ein prima Geschenk für jemanden, der sich für gesunde Ernährung interessiert. Mal nur so als Tipp nebenbei. Und der Podcast ist dann eine prima Ergänzung. In diesem Sinne, bleib gesund, wir hören uns wieder. Dein Martin Oechler von gesundheitsimpulse.com.